Kritik und zum Verhalten sind gewarnt. Alle in demselben Boot, doch scheinbar ist es hart, Fakten beim Namen zu nennen, doch ist es nicht witzig. Diskussionen darüber laufen seit 1970. Reingeboren in die Welt, die sich nen Scheißdreck schert, rackern für die Wirtschaft, wir sind es uns selbst nicht wert. Statt zu handeln wird nur diskutiert, ist mir zu bunt. Statt zu handeln hin und her geschoben, wer ist schuld? Von den Affen Fake News sagen sie, vor den Augen die Auswirkung, keine Fantasie. Doch sie wollen es nicht hören, wollen immer mehr. Eigenen Wohlstand maximieren ist doch nicht verkehrt. Manche Leute warnen, es sei 5 vor 12 und schreien. Ich sag, es ist lang nicht 12, es ist schon längst halb 1. Wachstum, endlos Zahlen steigen, alles für den Profit, der wirklich niemandem was bringt, wenn es uns nicht mehr gibt. Verdammt! Sagt der Freie, wir haben Innovation. Ja, dann setz dich an deinen Tisch, wo ist die Lösung schon? Wir haben Daten, danach wissen wir, ist alles zu spät. Backen wir 10 Jahre noch drauf, ich glaube, dass das schon geht. Man sagt auch, die blinden Hühner finden mal ein Korn. Sie haben auch Zeit, wir haben das nicht, wir sind komplett verloren. Wenn wir Moneten in der Brio über Fakten haben, wir wirklich denken, dass der freie Markt es regeln kann. Von den Affen Fake News sagen sie, vor den Augen die Auswirkung, keine Fantasie. Doch sie wollen es nicht hören, wollen immer mehr. Eigenen Wohlstand maximieren ist doch nicht verkehrt. Manche Leute warnen, es sei 5 vor 12 und schreien. Ich sag, es ist lang nicht 12, es ist schon längst halb 1. Wachstum, endlos Zahlen steigen, alles für den Profit, der wirklich niemandem was bringt, wenn es uns nicht mehr gibt. Panikmache. Panikmache von den Affen, Fake News sagen sie, vor den Augen die Auswirkung, keine Fantasie. Doch sie wollen es nicht hören, wollen immer mehr. Eigenen Wohlstand maximieren ist doch nicht verkehrt. Manche Leute warnen, es sei 5 vor 12 und schreien. Ich sag, es ist lang nicht 12, es ist schon längst halb 1. Wachstum, endlos Zahlen steigen, alles für den Profit, der wirklich niemandem was bringt, wenn es uns nicht mehr gibt. Verdammt!